Leute. Gestern bin ich von einem Bekannten angerufen worden, weil die mit dem Auto liegen geblieben ist. Platter Reifen. Dann versucht den aufzupumpen, hat natürlich nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Der Reifen ist durch und durch porös. Ne? Profil ist, ich denke mal, noch relativ. Aber schaut euch das an. Der Reifen ist von 2008. Hat schon wahrscheinlich schon ein paar Winter mitgemacht. Viel draußen gestanden. Ja, das passiert, wenn man mit überalterten Reifen fährt. Also schaut nach euren Reifen und sobald die porös sind, tauscht die aus. Weil das ist jetzt ein Smart-Reifen, ne, mit 50 PS. Jetzt stellt euch mal vor, ihr fahrt ein Auto mit 200 PS. Und da passiert sowas. Und dann auf der Autobahn. Das ist jetzt in der 30er-Zone passiert. Gut. Mehr wollte ich euch gar nicht zeigen. Ciao.